Hallo Vapor, hallo Bastler, hallo Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Lange habe ich wieder drauf gewartet mit viel Heckmeck. Ne? Aus dem Land der kleinen Menschen kam mein Fodi, der V2. Und ihr seht hier, er sieht ziemlich wüst aus. Hier auf meinem Bastelcomputertisch. Der Fodi hat mir richtig Nerven gekostet. Und zwar habe ich probiert hier mit Mesh. Ich habe mit Mujiwatte probiert. Ich habe mit Fiberfreaks Jan probiert. Ich bin hier fast durchgedreht mit dem Teil. Ganz zu Anfang schon war gleich die erste Madenschraube kaputt. Gott sei Dank war im Lieferservice hier sind genug Teile drin, auch Schrauben drin und auch wie gesagt Mujiwatte bei. Aber erstmal rumgeärgert, Madenschraube raus, andere rein, die dann ging. Dann habe ich festgestellt, hier oben, jetzt geht es ein bisschen da, der geht so ab. Aber vorher hatte ich gleich das ganze Ding in der Hand. Da liegen also zwei dünne Dichtringe liegen nebeneinander aus Silikon. Habe ich erstmal Zahnseide drunter gemacht. Dass er, wie gesagt, hält und nicht gleich, wenn man so macht, runterfällt. So, und ich würde sagen, wir wechseln mal jetzt um in die nähere Perspektive, damit ich euch zeigen kann, was ich meine, warum ich mich mit dem Ding rumgeärgert habe. So, es sieht also so aus, dass die Haube hier schon schwer geht. Da ist also diese Dichtringe, die hier drunter sind, die sind also gut, das hält. Dann hat man einmal die Möglichkeit, hier den Pin reinzusetzen, wenn man nur eine Single Coil haben möchte. So, und da ich den Fodi hoch-ohm-mäßig nützen will, reichte mir eine Wicklung. So, das Problem ist halt, so, es geht darum, dass die Watte, machen wir den wieder ab hier, dass also die Watte durch die Wicklung geht und dann hier in die beiden Löcher, dann nach unten in den Tank. Ich denke, da kann mir auch jeder folgen. Ist auch überhaupt kein Problem. So, und auf dieser Seite, seht ihr, ist noch ein Loch. So, und in diesem Loch kommt so ein kleiner Nippel. Und wenn man den, der ist also zum Befüllen, dann da reinsteckt und man fängt an zu dampfen, dann sind nach 4-5 Züge, wird die Watte trocken und dann kriegt man einen Heizeiler. Aber was für ein. Wie gesagt, ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe hier mit Mesh probiert. Ich habe mit Fiberfreaks Jan probiert, ich habe mit Mujiwatte probiert. Egal was ich genommen habe, nach 5-6 Zügen war die Watte trocken. Und das ist das, was mich da unheimlich fuchst. Bis ich darauf an sich eine logische Folgung drauf gekommen bin, den blöden Pin hier einfach wegzulassen. Und siehe da,
dann funktioniert. Und auch ist, das ist ja an sich auch ganz einfach. Der atmosphärische Druck, den wir nun mal haben, sorgt dafür, dass die Watte das Liquid aufnimmt, hochzieht durch die Wicklung. Wenn jetzt in dem Loch der Nippel drin steckt, muss irgendwo der Druck auch auf das Liquid drauf. Ja, denn alleine, wenn das zu ist, reicht nicht aus, wenn man durchweg nuckelt, dass da genügend Liquid nachkommt. Und ich habe hier Stunden gebraucht. Leute, ich habe hier Stunden gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, warum das nicht funktioniert. Und am Ende bin ich darauf gekommen, nämlich durch ihn. So, und der geht auch ein bisschen schwer. So, und da habe ich ja das gleiche Prinzip. Nur, ich habe da die Wicklung dazwischen gesetzt, was hier nicht geht, weil hier noch oben eine Aussparung ist. Da konnte ich die Wicklung hier nicht rüberlegen. So, und jetzt nehme ich da mal die Watte hoch, um euch das zu zeigen. So, seht ihr? Da ist das sogenannte Befüllloch. Und da liegt nur ein bisschen die Watte drüber. So, und auf der anderen Seite liegt nur das Fiberfreaks Yarn. So, das seht ihr. So, machen wir das wieder drauf. Bei ihmchen hier, beim Fodi also, konnte ich hier keine Fiberfreaks Yarn reintun und hier rüberlegen. Und, oder auf der anderen Seite, dann wäre der Schlitz, wo man die Luft durchzieht, die ja nun mal da durchgeht, dann wäre der Luftzug wäre damit vorbei. Ich wollte auch jetzt nicht unbedingt Fiberfreaks durch die Wicklung ziehen, diese Yarn, und dann hier unten rein. Habe ich übrigens auch probiert, ist aber eine Fummelei, weil diese Löcher hier haben 4 mm Durchmesser. Dann hätte ich die Spule auch mit 4 mm Windung machen müssen, also Durchmesser. Dazu wäre mir der Platz ein bisschen eng geworden, denn ich will ja noch ein bisschen Luft haben, wo man durchziehen kann. Und so, da sieht man es, da ist genügend Platz. Obwohl ich, wie gesagt, mit Fiberfreaks jetzt hier die bessere Lösung war mit der Watte, um zu dampfen zu können. So, und ich habe jetzt hier, wie ihr seht, 20 Watt, sind 2,31 Ohm. Und es dampft auch mächtig. Also Leute, denkt dran, wer sich den Fodi bestellen möchte, gleich ein Tipp. Wenn ihr keine Zahnseide habt, holt euch welche, denn die werdet ihr benötigen, damit das alles ein bisschen strammer sitzt. Obwohl es ein Original ist, ich weiß ja nicht, wer den Original herstellt. Hier steht drauf, designed by Hatzika und dann eben Fodi V2. Ich habe den als Original bestellt. Aber ich denke mir mal, der wird in Fernost hergestellt und in Fernost, die können eins nicht Dichtung machen. Also der hat mir jetzt etliche Stunden gekostet an Zeit. Also wie gesagt, der ist gut.
Vor allem jetzt kokelt nichts mehr. Es kommt genug Liquid nach. Von der Verdampferkammer selber ist auch gut, weil kommt geschmacklich sehr gut rüber. Ich habe das ja auch mit Ihmchen hier verglichen. Und es ist halt so, mein Liquid, das ich benutze. Ich weiß, wie es schmeckt. Und kann ich sagen, positiv. Aber wie gesagt, ihr müsst damit rechnen, dass die Madenschrauben nichts taugen, dass die Gummidichtung nichts taugen. Aber ansonsten der Fodi an sich ganz gut ist. Das soll es dann gewesen sein mit der kleinen Vorstellung, obwohl ich da, wie gesagt, Stunden für benötigt habe. Möge der Dampf mit euch sein. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Und ich sag mal Tschüss, Bye-bye. Eure Smoke-Wolke, die Diane.